sind's, du James und Gunther. Genau. Und wir sind zum Beispiel die Sprecher von Billy bzw. Lord Ignatz, aka Mr. Lordi. Und Odin. Genau. Und wir beide, wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei Monstericon 3, auch besser bekannt unter dem Titel The Monstericon Universe, das Universum der Monster. Viel Spaß. Wir sehen uns. Guten Abend, meine Lieben. Ich bin's, Lord Ignatz. Herzlich willkommen hier bei mir auf Burg Otterstein. Es freut mich, euch wieder einmal die Geschichten der alten Zeit zu erzählen. Ja, ich weiß, ich sehe mittlerweile etwas verändert aus. Wie das kommt? Nun, dazu kommen wir noch. Heute erzähle ich euch, wie es damals mit den Kindern Billy und Lissy, aber auch den Monstern Vampir Vincent, Zombie Thomas, Hexe Grace und Werwölfin Veronica im Schädelwald zu Ende ging. Doch deren Ende war mein Anfang. Doch alles der Reihe nach. Beginnen wir diesen Abend mit der Erzählung des 30. Aprils 1945 im Berliner Führerbunker um 15 Uhr.
Mein Führer, Fräulein Hitler, kann ich noch irgendetwas für Sie machen? Nein, Sie können jetzt gehen, die Türe fest hinter sich verschließen, keinen mehr zu uns lassen und erst wieder die Türe öffnen, nachdem Sie Schüsse von hier drinnen gehört haben. Was mit den Körpern meiner Frau und mir geschehen soll, wissen Sie noch? Jawohl, mein Führer. Alles wird nach Ihren Wünschen erfolgen. Heil Hitler! Gleich ist es soweit, Eva. Einen letzten Versuch will ich noch starten, den Endsieg zu erreichen. Sollte es nicht gelingen, können wir immer noch Plan B zu Rate ziehen. Geh du bitte schon mal nach drüben. Ich weiß nicht, was gleich geschieht. Aber Adol... Eva, es ist gut. Geh jetzt bitte rüber und schließe die Türe hinter dir. Ich werde gleich nachkommen. Ja, Adol. So, jetzt bin ich alleine und will meinen letzten Versuch wagen. Schon seltsam, dass ein kleines Buch mit Zauberkräften so eine gewaltige Wirkung haben könnte. Dieser Emil Grünbaum, der mir das Buch beschafft hat, scheint wohl wie ich noch an den Endsieg zu glauben. Mal sehen, ob das Buch auch erfüllt, was es verspricht. Angeblich muss ich ja nur den jeweiligen Spruch klar und deutlich sprechen. Das Buch, das mal einer Hexe namens Grace gehörte, berichtet von einem übermenschlichen und mächtigen gehörnten Wesen mit gewaltigen Kräften. Ich glaube, das wird das sein, was ich brauche. Dann werde ich jetzt mal den Spruch aufsagen. Igentem ex audite me. Citatus accedas, conventine hoc, quod precipio tibi. Allmächtiger, du bist das Wesen, was mir den Endsieg erbringen wird. Wie ist dein Name? Man kennt mich unter Lord Ignatz, aber ich bin besser unter einem ganz anderen Namen bekannt. Und wie lautet dein anderer Name? Mr. Lordi. Gut, dann befehle ich dir... Du befiehlst mir? Oh nein, du hast mir nichts zu befehlen. Du wirst nie wieder jemandem etwas befehlen. Du hast schon genug Unglück über die Welt gebracht. Jetzt ist Schluss. Oh nein, Ada! Nun ist es also soweit. Der Führer und seine Frau haben Selbstmord begangen. Anders kann es nicht gewesen sein. Schließlich ist sonst niemand im Raum. Nanu, was ist denn das für ein seltsam aussehendes Buch auf dem Boden? Seltsam?
aber so steht es geschrieben. Das magische Buch von Hexe Grace nahm der Nazi-Offizier an sich. Irgendwann verkaufte er es einem Sammler für okkultistische und kryptozoologische Artefakte. Dessen Name war Damian Schnieder. Seitdem hat man nichts mehr von dem Buch gehört. Aber so mächtig wie das Buch ist, wird es früher oder später sicherlich wieder auftauchen. Vor einigen Monaten fiel mir eines Nachts ein blauer Vollmond am Himmel auf. Ein blauer Vollmond an einem Freitag, den 13. Das bedeutete nichts Gutes. Die Hölle hatte sich geöffnet und mir blieb nur noch bestimmte Zeit, die Pforten der Hölle wieder zu schließen. Diese Aufgabe wurde mir anvertraut und ich war der Einzige, der es schaffen konnte. Doch mir war auch klar, dass ich das nicht alleine schaffen würde. Ich brauchte einen Plan und ich brauchte Hilfe. Nach langer Überlegung fiel mir ein, dass eine sehr starke Macht aus der Musik hervorging. Aber wer würde schon durch Musik mit einem Monster wie mir das Böse bekämpfen? Richtig, andere Monster. Ich machte mich also auf den Weg zum Schädelwalddorf. Denn im alten Haus von Onkel Luzi, dem Onkel der Kinder Billy und Lissy, spukte es immer noch. Besonders im Keller. Und zwar der untote und verfluchte Pharao, Amen-Ra. Amen-Ra, erscheine mir. Ich habe einen Auftrag für dich. So wird dein Umherwandeln nicht mehr sinnlos sein. Hier bin ich. Du bist kein Mensch. Wer und was bist du? Du kannst mich Lordi nennen. Ich bin ein dämonischer Halbtroll, geboren, um die Welt vom Bösen zu befreien. Und zwar durch die Macht der Musik. Sehr angenehm. Dann kannst du mich Amel nennen. Amelino? Nein, Amen! Also gut, Amen. Du willst die Welt mit mir zusammen vom Bösen befreien? Noch dazu mit Musik? Ein gewagter Plan. Aber er könnte funktionieren. Und durch diese gute Tat könnte auch ich irgendwann Erlösung finden. Als Ausgleich meiner bösen Taten. Das heißt, du würdest mir helfen? Kannst du überhaupt ein Musikinstrument spielen? Ja, ich helfe dir, Lordi. Und ja, ich kann ein Instrument spielen, die Gitarre. Sehr gut. Dann wirst du in meiner Gruppe die Gitarre spielen, Amen. So sei es. Und, wie geht es weiter? Eine Musikgruppe braucht auch ein Keyboard. Ein Keyboard? Was ist denn das? Ach so, Entschuldigung. Ein Keyboard ist eine Art elektrisches Klavier. Ein elektrisches Klavier? Was ist ein Klavier? Okay, jetzt wird es schwierig. Ein Klavier ist...
Also... Lass gut sein. Ich hab dich nur verarscht. Natürlich weiß ich, was gerade hier ist. Ich hatte ja genug Zeit, alles Mögliche kennenzulernen. Und da weiß ich auch, welches Monster eine ideale Besetzung für deine Band am Keyboard wäre. Und wer? Die untote Walküre Lady Enery. Eine untote Walküre? Klingt gut. Erzähl mir bitte mehr über sie. Die untote Walküre Enery ist die Tochter und Kaiserin des Schmerzenberges im Reich der Götter. Ihre Identität ist ihr größtes Geheimnis. Dennoch ist mir ein wenig über sie bekannt. Ihr Geburtsort ist Hel, das Totenreich der Götter von Asgard. Ihre Mutter ist die namensgebende Göttin Hel, welche über das Totenreich herrscht, und ihr Großvater ist der Gott Loki. Über ihren Vater ist nichts bekannt. Jedoch ist ihr väterlicher Vormund Gott Odin. Enery selbst wird es nie vergönnt sein, heiraten zu dürfen. Ihr Zuhause ist der Schmerzensberg. Jedoch fühlt sie sich auch zur Erde hingezogen, da dies eine ganz andere Welt ist. Als Enery noch jung war, verkleidete Göttin Hel ihre Tochter mit der Haut der toten Seelen und legte einen Zauber auf sie, der jeden Sterblichen oder die Götter von Asgard daran hinderte, Enerys wahre Natur zu erkennen. Hel schickte ihre verkleidete Tochter zu Odin. Die junge Walküre sollte den Gott unerkannt ausspionieren, somit noch mächtiger zu werden und Odin angreifbar zu machen. Enery wurde zu einer ausgewachsenen Walküre, zu einem weiblichen Geist. Das Wort Walküre stammt aus der altnordischen Sprache und bedeutet auserwählte Schlechterin. Die Walküren bringen die verstorbenen Krieger nach ihrer letzten Schlacht zu Odin in Valhall. Odin braucht diese Krieger für die apokalyptische Schlacht namens Ragnarök. Enery war die aggressivste aller Walküren und mischte sich manchmal selbst in die Schlacht der Menschen ein, um sicherzustellen, dass die richtigen Krieger starben. Hels Verschwörung gegen Odin wurde enthüllt. Loki war eigentlich der Sohn eines Eisriesen, doch Odin hatte ihn damals adoptiert. Daher fühlte sich Loki verpflichtet, alles zu brechen, was er erfahren hatte. Odin riss darauf mit bloßen Händen die Haut von Enerys Gesicht und warf sie aus Asgard hinaus. Enery muss seit diesem Vorfall den Berg Kibu bewachen. Dieser ist die Dimension zwischen den Welten. Wenn Enery all diese Kräfte bündelt, gelingt es ihr zwischendurch auf die Erde zu kommen, um neue verstorbene Krieger für Odins Armee zu holen. Jedoch ist ihre Macht nicht groß genug, um es mit Odin aufnehmen zu können. Wer jetzt glaubt, Enery sei unbewaffnet, der irrt, denn sie besitzt ein magisch bläulich leuchtendes Schwert. Dieses Schwert ist fehlerfrei und trifft jedes Mal sein Ziel. Es wurde von den Zwergen von Svartalfheim geschmiedet und war ein Verlobungsgeschenk von Thor an Enery. Enery durfte das Schwert zwar behalten, doch Odin verbot ihr, Thor oder andere Götter jemals zu heiraten. Trotz ihrer Grobheit lernte sie bei den Besuchen auf der Erde die feinen Klänge des Klaviers zu schätzen und zu lieben. Enery war so von dieser Musik angetan, dass sie sich das Spiel am Klavier selbst beibrachte und durch die Musik versucht, ihren tristen Alltag ein wenig zu verdrängen. Eine beeindruckende Geschichte. Vielen Dank, Eamon.
Also ist Anneri immer noch unter Odins Obhut auf dem Berg Kivu in der Unterwelt? Ja, so ist es, Odin. Mit ihr an deiner Seite hättest du schon zwei Götterwesen an deiner Seite. Schließlich bin ich ja als Pharao gottgleich. Das stimmt. Also gut, dann werde ich versuchen, mit Odin zu verhandeln. Vielleicht drückt er Anneri raus. Und du, Eamon, machst dich jetzt schon mal auf den Weg zur großen Lichtung im Schädelwald. Dort werden wir uns schnellstmöglich wiedersehen. Alles klar, Lori. So soll es geschehen. Aber wie willst du in das Reich der Götter kommen? Auch ich habe Macht. Und mit dieser kann ich durch Raum und Zeit reisen. Auch in die Unterwelt. Na dann, viel Erfolg und bis bald. So, hier ist also das Reich der Götter. Gar nicht mal so schlecht. Kein Wunder, hier ist Odins Palast. Nun muss ich nur noch Odin finden. Stopp! Kein Schritt weiter. Wer bist du und was willst du? Du bist kein Gott. Mein Name ist Mr. Lordi. Ich bin kein Gott, aber habe dennoch übermenschliche Kräfte. Ich bin auf der Suche nach dem Göttervater Odin und will ihm einen Handel unterbreiten. Ich bin Odin. Doch ich habe kein Interesse daran, einen Handel mit einem Eindringling zu schließen. Wirklich nicht? Es geht um die Rettung der Welt. Ist das so? Und was brauchst du dafür? Die Walküre Anneri. Und was habe ich davon? Was hältst du von folgendem Vorschlag, großer Odin? Hallo, meine Liebe. Du bist sicherlich Anneri, richtig? Das stimmt. Und wer bist du? Was machst du hier und was willst du von mir? Ich bin Lord Ignaz, aber du kannst mich bei meinem Spitznamen Lordi nennen. Ich bin hier, weil ich von deiner Macht und deinem Talent gehört habe, Anneri. Macht ja, aber Talent? Was für ein Talent? Ich hörte davon, dass du Klavier spielen kannst. Würdest du dir auch zutrauen, eine Art elektrisches Klavier, also ein Keyboard, zu spielen? Ich hätte dich sehr gerne in meiner Monsterband, um mit dir zusammen die Erde vor der Hölle zu schützen. Mit monströs starker Musik. Es wird ein Kampf der Monster gegen die Mächte des Bösen. Was sagst du dazu? Das klingt großartig und ich würde auch gerne zusagen, aber ich kann nicht. Wie soll ich denn den Berg Kivu verlassen? Das geht nur, wenn ich verstorbene Krieger für meinen Ziehvater Odin von der Erde hierher bringe. Für eine musikalische Karriere bräuchte ich Odins Erlaubnis und diese werde ich nie bekommen. Dafür ist Odin zu enttäuscht von mir, bedingt durch mein Handeln in der Vergangenheit. Ich weiß über alles Bescheid und habe mit Odin gesprochen. Ich konnte mich mit ihm auf einen Handel einlassen. Wirklich? Das ist ja fantastisch. Aber was für einen Handel habt ihr gemacht? Das bleibt vorerst noch mein Geheimnis.
Also gut. Da bin ich jetzt also richtig in deiner Monsterband. Und ich kann wirklich mit dir mit, Lordi. Natürlich kannst du mit. Aber ob du wirklich in meine Band passt, wird sich zeigen. Erstmal möchte ich dich Musik spielen hören, bevor ich mich entscheide. Außerdem muss ich noch nach einem Bassisten suchen. Aber so wie ich Eamon kenne, hat er schon wieder eine passende Idee. Können wir dann jetzt los? In Ordnung. Wer ist denn jetzt dieser Eamon? Ach egal, den werde ich bestimmt noch kennenlernen. Und wo geht's hin? In einen Wald, den du schon kennen müsstest. In den Schädelwald. Und so hatte ich schon mal Lady Annery und Mr. Eamon in meiner Monsterband. Was das alles mit Billy und Lissy zu tun hat? Nun, dazu kommen wir noch. Vorher geschah in einer weit entfernten Galaxie auf einem fremden Planeten aber noch eine ganz andere Geschichte. Eine Geschichte, die sehr wichtig ist, um alles zu verstehen, weswegen ich sie euch nun erzähle. Die Geschichte der Alien-Brüder G-Stealer und Keeta, wie auch des untoten Cyborgs Mr. Magnum. Was soll ich bloß machen? Wenn unsere Eltern noch leben würden, wäre alles so viel einfacher. Ich muss irgendwie schauen, dass ich spätestens nächsten Monat die Schulden loswerde. Aber wie? Wenn ich keine Arbeit finde. Ich würde gern Händler werden, aber dafür habe ich kein Talent. Wenn ich nur wüsste, was mein Talent ist. Das Talent meines Bruders kenne ich. Er ist perfekt darin, alte schlechte Gene gegen bessere oder neuere auszutauschen und damit Handel zu treiben. Das bringt zwar nicht viel Geld, aber besser als nichts. Wenn er nur nicht so faul wäre. Mein kleiner G-Replacer, wann wird er endlich vernünftig und hört auf, so kindisch zu sein? Echt jetzt?
Nicht schon wieder. Hat Cheesy Placer mal auf die Uhr geguckt? Dieser Junge. Ich mach mir Sorgen um unsere Existenz. Und mein Bruder spielt wieder Bassgitarre, anstatt zu arbeiten. Na, der kann sich jetzt schon mal was anhören von mir. Ich werde irgendwann noch der größte Bassist, den das Universum gesehen hat. Tja! Ich rocke diesen Planet und werde blind! Sag mal, kriegst du noch ganz sauber? Hör sofort mit der Musik auf. Hey, du Blöd! Du bist mein erstes Publikum! Komm rein und lass uns das Leute abholen! Vielleicht rockt hier was ganz anderes. Und zwar meine Hand in dein Gesicht, wenn du nicht sofort mit dem Lärm aufhörst. Ist das schon gut? Kein Problem, so ganz viel zu hören. Entspann dich mal, Peter. Jimmy Blazer, wie soll ich mich entspannen, wenn ich nicht weiß, ob für nächsten Monat überhaupt noch ein Dach über dem Kopf haben? Und? Was soll's? Das hier ist ihr voll die Buchbude, Alter. Außerdem, wenn ich bald der berühmteste Bassist der Galaxis bin, können wir ein sorgfreies Leben führen. Verzeih mir mal, Peter. Das Leben ist nicht so schlecht, wie du immer denkst. Na, und ein paar hätten mein Talent gefördert. Als unsere Eltern noch lebten, ging das auch noch. Aber jetzt gibt es nur noch uns zwei. Ja, die Hütte ist scheiße. Aber immer noch besser, als auf der Straße zu leben. Ich weiß nicht, wie wir nächste Woche überstehen sollen. Und anstatt mir zu helfen, hältst du nur an deinen kindischen Träumereien fest. Ja, du hast großes Talent im Umgang mit der Bassgitarre. Aber du weißt selbst, dass du, um Musiker zu werden, ein dementsprechendes Diplom der Musikschule brauchst. Sowas kostet Geld. Und das haben wir nicht. Und jetzt mach dich fertig und arbeite wenigstens noch 5 Stunden an unserem Verkaufsstand. Wir brauchen das Geld. Was für Arbeit? Ich habe mich nicht darum gerissen, alte Gehre gegen neu zu tauschen, nur ein paar Nutzen dafür zu bekommen. Das kostet Geld, kann man eh nur mit frischem Blutgehen machen. Frische Blue-Gene können wir uns aber nicht leisten. Du weißt selbst, dass die ein halbes Vermögen kosten. Schau mich an. Ich habe auch ein musikalisches Talent. Ich kann gut Schlagzeug spielen. Aber anstatt zu spielen, lasse ich es gerade in meinem Zimmer unberührt und suche jeden Tag irgendwo nach passender Arbeit. Und jetzt mach dich fertig und handel mit denen. Du weißt noch, was unser Vater immer zu dir gesagt hat, oder? Ja, das weiß ich noch. Mein Name ist mein Auftrag. Aber warum ausgerechnet Gilme? Keine Diskussion mehr. Unser Gespräch ist beendet. Mach die Tür zu, wenn du gehst. Bis heute Abend dann. Ich werde heute District Omega unsicher machen. Vielleicht hat ja dort irgendwer Arbeit für mich. Alles klar, Kira. Viel Erfolg!
Was war das denn gerade? Das Alien sah ja so aus wie ich. Habe ich da gerade etwa meinen Doppelgänger gesehen? Jetzt ist er schon wieder weg. Schade, dass er zu seinen Gedanken versunken war. Wäre bestimmt interessant gewesen, mal mit ihm zu sprechen. Naja, was soll's? Hey Leute! Nur heute habt ihr die einmalige Chance, zwei alte Gene gegen ein Gen, was nur einmal im Forschungslabor gebaut wurde. Also fast wie neu. Je besser das Gen, umso mehr Energie habt ihr für den Tag. Und euer Sexleben wird auch besser. Ey Kleiner, kommst du auch an Logene dran? Muss ja nicht ganz egal sein. Hauptsache, ich habe wieder welche. Der normale Weg ist mir zu teuer. Und mit dir kann man doch handeln, oder? Natürlich kann man mit mir handeln, aber ich tausche nur normale Gene aus. An Blue-Gene komme ich auch nicht dran. Keine Chance. Das ist schade. Dann kommen wir wohl nicht ins Geschäft. Mal ganz unter uns, mein Freund. Mit normalen Genen zu handeln wird keine Option wie immer sein. Die Leute wollen immer mehr die neuen Blue-Gene, weil sie einfach besser sind als normale Gene. Du wirst sehen, dass bald niemand mehr normale Gene haben will. Besonders nicht ausgewechselt. Und wie willst du dann an Geld kommen? Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Jim Presser. Der Name passt zu dir. Aber vielleicht ist es an der Zeit, sich einen anderen Namen zu wählen. Wer weiß, vielleicht ist dieser Tag der letzte Tag von Jim Presser. Dafür könnte aber morgen schon der erste Tag von G-Stealer sein. Es liegt an dir. Mein Name ist übrigens Big Eyes. G-Stealer? Du meinst, ich sollte Gene stehlen und mit ihnen dealen? Da bist du also nicht direkt auf der Suche nach Blue gehen, sondern nach einem Deal und Dealer dafür. Es würde dir zumindest mehr Geld einbringen als jetzt. Und ja, genau so ist es. Ich muss jetzt weiter, aber ich kann dir gerne meine Nummer geben. Hier, verliere die Karte nicht und zeig sie niemandem. Wenn du Interesse an so einer Art von Geschäft hast, melde dich bei mir. Ich weiß vielleicht, wo man Blue-Gene bestellen könnte. Alles Gute für dich und vielleicht bis bald. Danke! Ja auch! Ein merkwürdiger Typ war das jetzt! Aber vielleicht hat er auch recht! Vielleicht sollte ich wirklich zu G-Stealer werden! Dann müssten Peter und ich uns auch nicht mehr viele Gedanken über die Geldsorgen machen! Ich glaube, ich gehe jetzt hier nach Hause und lass mir dieses seltsame Angebot mal durch den Kopf gehen! Auf dem Heimweg! Habe ich die ganze Zeit darüber nachdenken müssen. Vielleicht ist das wirklich der Weg, der das Universum für mich vorgesehen hat. Also gut, ich werde es machen. Dann rufe ich mal dieses fremde Alien an. Hallo, wer spricht da? Hallo, wir haben uns unterhalten. Und Sie haben mir Ihre Nummer gegeben. Ich bin's, Jim Presser. Wer spricht da? Jim Presser, ich meine, G-Stealer, ihr spricht G-Stealer. Ah, das hört sich ja schon besser an. Schön von dir zu hören. Du weißt, dass du mich Big Eyes nennen kannst, oder? Ich wusste ja gleich, dass du ein kluges Alien bist. Pass auf. Kennst du das stillgelegte Fabrikgelände District Delta? Ja, das kenne ich. Gut. Heute Abend um 10 Uhr treffen wir uns dort an Tor 13. Komm alleine.
und erzähl niemanden von diesen Treffen. Alles Weitere erfährst du heute Abend. Alles klar, bis heute Abend! Aber wenn ich jetzt einen anderen Namen habe, sollte ich auch mein Auto etwas ändern. Ich sollte jetzt vielleicht viel wilder und gefährlicher aussehen. Jetzt bündel ich mal alle meine Kräfte in Pointing Gesser und Hallo G-Skiller. Gestern Abend, als ich nach Hause kam, war Geocacer immer noch nicht da. Und auch jetzt nicht. Langsam fange ich an, mir um meinen Bruder Gedanken zu machen. Man müsste denken, hier im Sonnensystem Alpha Centauri in der Nähe des Sterns Mu Arai würde es ruhiger zugehen. Also auf dem weit entfernten Planeten Erde. Aber nein. Da bist du ja, Geocacer. Ich hab schon gedacht, die hätten dich einkassiert. Ich war die ganze Nacht wach. Wo warst du? Was war los? Kita, ich hab Mist gebaut. Und ich habe meinen Doppelgänger gestern gesehen. Ich heiße auch nicht mehr Geocacer. Mein neuer Name ist... G-Stealer? Ist das dein Ernst? Willst du mir damit sagen, dass du angefangen hast, Gene zu klauen? Und von was für einem Doppelgänger erzählst du mir jetzt? Obwohl, egal, vergiss den Doppelgänger. Was ist da genau mit dir passiert? Ich habe gestern nach Elendams Big Eyes kennengelernt, welches mir Stehlen und Dielen von Dielen anbot. Es hätte viel Geld bei ihm kommen können, aber es ist direkt beim ersten Mal alles schief gelandet. Ich sollte bei der Zentralbank für Gentechnik einrechnen und Blutgenit mitgehen lassen. Leider ist eine versteckte Alarmanlage angegangen, Big Eyes ist abgehauen und ich bin seit letzter Nacht auf der Flucht. Die ganze Zeit ist da ein seltsamer Zug hinter mir her, ich glaube ein Zauber oder so. Bist du wahnsinnig? Nur wegen dem verfluchten Geld? Du weißt, was auf dem Diebstahl von Edelgen steht, oder? Die Todesstrafe. Du kannst nicht länger hier bleiben. Du musst weg. Du hast dich nur für einen neuen Namen entschieden. Und du bist hier nach deiner Aktion nicht mehr sicher. Du solltest so schnell wie möglich verschwinden. Nimm Papas altes UFO, das noch hinterm Haus steht. Das müsste eigentlich noch fliegen. Fliege am besten zu einem der Nachbarplaneten und tauch irgendwo unter. Gut, ihr Lieben, UFO. Aber ich werde weiterfliegen. Ich nehme kurz auf die Erde. Mehr als der Tod kann mir nicht passieren, wenn man mich kriegt. Gut, wenn du meinst. Komm, ich begleite dich zum UFO. Hallo. Aufnahme. Sofort. Im Namen der galaktischen Regierung. Oh Scheiße! Ihr habt mich gefunden! Was jetzt? Die sind dir bestimmt gefolgt, um deinen Unterschlupf ausfindig machen zu können. Verschwinde am besten durch die Hintertür. Na los, hau ab, Bruderherz. Ich versuch dir etwas Zeit zu verschaffen. Danke, Kira! Wir werden uns wiedersehen! Versprochen! Letzte Chance! Ansonsten treffe ich die Tür ein. Ich komme sofort. Einen Moment bitte. Ich zieh mir noch schnell was über. Siehst du, dann verschwinde.
letzten Abend ist ein Diebstahl geschehen. Der flüchtige Dieb ist in dieses Haus gerannt. Flüchtige Diebe? Nein, kenne ich nicht. Haben Sie vielleicht einen Namen für mich, Herr, wie war gleich nochmal Ihr Name? Mein Name ist Magno, amtlich bestätigter Cyborg dieser Stadt. Der flüchtige Dieb war unter dem Namen Geoplacer bekannt, hört aber seit kurzem wohl auf den Namen G-Stealer. Da Sie ihn ähnlich sehen, müssten Sie sein Bruder Kita sein. Ist das so? Ja, der Gesuchte ist mein Bruder, aber ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich war bis gerade noch unter der Dusche. Vielleicht ist er in seinem Zimmer. Kommen Sie doch bitte herein. Vielen Dank, sehr freundlich. Der Gesuchte war nicht in seinem Zimmer. Und dann kann ich Ihnen, glaube ich, auch nicht weiterhelfen. Was ist das für ein Geräusch? Puh, keine Ahnung. Vielleicht der Rasenmäher vom Nachbarn? Als ob. Da ist der Flüchtige. Ich muss sofort hinterher und ihn abschießen. Gut, dass ich mit meinem UFO hier bin. Dieser Drecksack Magnum schießt hier das UFO-Stürz ab. Da
das wird er nicht überleben. Dafür wird man nun büßen. Wenn Justino stirbt, dann stirbt auch Magnum. Feuer frei! Verdammt, mein Unfug wurde getroffen. Dieser Kieker ist mir nachgeflogen und hat mich getroffen. Scheiß Karma. Ich muss notlanden, wenn ich eine Chance zum Überleben will. Die beiden Ufos rasen auf die Erde zu. Das werden sie nicht überleben. Aber ich glaube, ich sollte mir auch langsam wirklich Sorgen machen. Die Erdanziehungskraft hat eingesetzt. Und ich werde ebenfalls auf der Erde landen müssen. So ein Mist, dass mir der Treibstoff ausgeht. Wenn ich Pech habe, werde ich erst eine halbe Stunde nach den beiden auf der Erde landen. Dann könnten sie von den Menschen entdeckt worden sein. Kita hatte knapp überlebt und sah sich um. Nirgendwo waren Leichen zu entdecken. Doch Kita glaubte, G-Stealer und Magnum wären durch die Hitzewellen im UFO lebendig verbrannt. Da Kita nicht wusste, wie schnell Menschen auftauchen würden, die den Absturz hätten sehen können, entschied er sich dazu, vorerst in den dichten Wäldern zu verstecken. Die hellen Lichter der abgestürzten UFOs konnten im gesamten Schädelwald zu sehen sein. Dort waren im Haus der Monster gerade Hexe Grace, Vampir Vincent, Zombie Thomas und Werwölfin Veronica um den jungen Billy versammelt. Das kann doch alles nur ein böser Traum sein. Ihr könnt nicht wieder zum Leben erweckt worden sein, nachdem ihr getötet wurdet. Das hier muss ich mir alles einbilden. Nein, das ist die Realität. Du gehörst jetzt zu uns. Dank der Vermischung der geheimnisvollen Kräfte von Schädelwald und des blauen Vollmondes. Du musst dich jetzt nun entscheiden, was du werden willst. Ein Hexer, ein Zombie, ein Werwolf oder ein Vampir. Doch bevor es losgeht, nehmen Vincent, Veronica und ich etwas Lebensenergie von dir, um wieder besser aussehen zu können.
Süßer kleiner Willi, man merkt, dass du nur ein Mensch bist. Da bist du jetzt schon so weit gekommen und hast trotzdem versagt. Warum wolltest du denn unbedingt, dass wir sterben? Nur, weil wir deine Familie auf dem Gewissen haben? Der Schädelwald braucht immer Monster. Da müssten schon andere Monster auftauchen und gegen uns kämpfen, um uns zu besiegen. Erst dann könnten wir nicht mehr existieren. Genau. Doch so dumm würde niemand sein, denn diese Monster müssten dann unseren Platz einnehmen. Und jetzt steh auf, Billy, bevor ich mich entscheide, dich wie deine Schwester zusammen mit den anderen zu verspeisen. Eine Entscheidung, die bis in alle Ewigkeit andauert, muss gut überlegt sein. Außerdem kann ich keinen klaren Gedanken fassen, wenn die blutigen Überreste meiner Schwester hier rumliegen. Also gut. Ich weiß nicht, ob du das, was du gesagt hast, auch so meintest oder nur sagtest, um Zeit herauszuschinden. Aber damit du siehst, dass wir Monster nicht herzlos sind, sollst du die Gelegenheit bekommen, die Überreste deiner Schwester beerdigen zu können. Du bekommst eine halbe Stunde dafür. Aber du wirst nicht alleine gehen. Unser Zombie Thomas wird dich begleiten. Genau! Damit wir sicher gehen können, dass du nicht versuchst wegzulaufen. Du bekommst gleich eine Schaufel und Thomas gibt dir gleich noch einen alten Sack. Dort packt ihr Lisis Überreste ein und tragt sie dann, wohin am besten? Billy und Thomas gehen zur Lichtung. Was für eine Lichtung meint Thomas? Thomas meint die Lichtung, die 10 Minuten von hier entfernt ist. Mensch, er meint da, wo der kleine Friedhof ist. Dort, wo man auch den besten Beobachtungsposten hat, einen Vollmond zu sehen. Da ist so viel lockere Erde. Ein perfekter Ort, jemanden zu beerdigen. Oder zumindest einen Teil von jemanden. Außerdem wäre Lizzie nicht die Erste, die auf diesem kleinen, uralten Friedhof beerdigt werden würde. Eine Leiche mehr oder weniger fällt da eh nicht mehr auf. Stimmt. Sehr gut. So soll es sein. So machten sich Billy und Thomas kurz darauf auf den Weg, Lissys Überreste auf der Lichtung zu beerdigen.
Als sie dort angekommen waren, legte Billy den Leichensack ab und buddelte mit der Schaufel ein Grab. Thank you.
Meine geliebte Schwester, du sollst in keinem stinkenden Leichensack die Ewigkeit verbringen. Ich werde dich vermissen. Es tut mir leid, dass ich nicht rechtzeitig da war, um dich zu retten. Ruhe in Frieden. Und hier, ich hatte noch was in meiner Jackentasche. Dein geliebtes Püppchen. Das lege ich dir mit bei. Billy hätte nichts machen können, um seine Schwester zu retten. Monster sind immer stärker als Menschen. Hat sich Billy entschieden, was Billy ja für ein Monster werden will? Nein, habe ich noch nicht. Welche Nachteile habt ihr Monster denn alle? Thomas als Zombie verwest durchgehend und hat stinkenden Körper. Außerdem kann Thomas nicht mehr richtig reden und nicht mehr richtig denken. Bei Grace, sie ist eine Hexe und ihre Haut platzt immer auf. Eiter spritzt raus. Ihre Augen sind schlecht und sie hat schmerzende Warzen. Veronica hat als Werwölfin immer unerträgliche Muskelschmerzen und Flöhe. Besonders bei ihrer Verwandlung in eine Werwölfin hat sie starke Schmerzen. Und Vincent als Vampir ist unendlich müde und gereizt, hat abartigen Mundgeruch und Krämpfe in seinen Fingern. Also eigentlich ist alles scheiße. Billy hat Wahl zwischen beschissen und richtig beschissen. So ein Mist. Was soll ich jetzt bloß machen? Billy nimmt Sack und Schaufel wieder mit und geht mit Thomas zurück zur Hütte. Thomas, du kommst mir am vernünftigsten rüber. Bitte lass mich fliehen und ich verspreche, nie wieder diesen Wald zu betreten. Ich will kein Monster werden. Bitte hilf mir. Das geht nicht. Billy scheint netter Junge zu sein. Aber wenn Thomas Billy laufen lässt, wird Thomas schwer bestraft. Und Thomas kann nicht aus Wald fliehen. Also kommt Billy jetzt mit. Ja. Thomas will Billy nicht zwingen müssen. In Ordnung. Ich habe verstanden. Dann lass uns zurückgehen. Was war das? Das ist anderes Monster. Monster von außerhalb unserer Welt. Sie fliegen mit seltsamen Objekten und sind sehr mächtig. Du meinst, das war ein außerirdisches Wesen in einem UFO? Ja, heute Abend sind schon mal 3 UFOs vom Himmel auf die Erde gefallen. Großer Aufprall. Und jetzt schon wieder. Sehr merkwürdig. Sollten wir da nicht mal nachschauen? Lieber nicht, viel zu gefährlich. Komm jetzt weiter. Ich muss noch kurz pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Geh du schon mal zurück zur Hütte. Na gut, bis gleich. Ha! Jetzt habe ich ihn endlich austricksen können. Das ist meine Chance. Ich muss aus dem Wald raus. Nur so kann ich vielleicht überleben. Wenn ich nur noch den Weg wüsste. Vielleicht reicht es ja auch aus, sich erstmal hier irgendwo zu verstecken und wenn es in ein paar Stunden wieder hell wird, nach einem Ausweg zu suchen.
da bist du ja, Thomas. Wo hast du denn Billy gelassen schon wieder? Er gleich hier hinkommt. Er gerade ist am Pinkeln. Am Pinkeln? Du hirnverbrannter Trottel. Stopp! So redest du nicht über meinen Sohn. Was soll ich denn sonst zu ihm sagen, Grace? Es gibt nicht so viele Kinder in dieser Gegend. Kindern können wir besonders viel Energie entziehen. Besonders, wenn wir sie verwandeln. Und ausgerechnet Thomas lässt ein Kind entkommen. Wo sollen wir denn so schnell wieder ein Kind herbekommen? Weiß eigentlich jemand von euch, was vorhin diese merkwürdigen Lichter am Himmel zu bedeuten hatten? Das waren gelandete Monster aus Veldal. Was waren das? Andere Monster? Das wird ja immer besser. Dann werden wir, wenn wir Pech haben, uns bald bereit machen müssen. Bereit machen? Wofür? Für einen Kampf der Monster. Dieser Wald ist nicht groß genug für so viele weitere Monster. Entweder werden die neuen Monster gehen, oder wir. Und wenn wir gehen müssen, ist es aus mit uns. Wenn andere Monster durch die Energie des Schädelwaldes leben, werden wir zu Staub zerfallen. Wir können ja noch länger hier in der Hütte diskutieren und auf unser Ende warten. Oder wir machen uns jetzt auf und suchen nach Billy. Besonders, wenn jetzt neue Monster im Schädelwald sind, brauchen wir seine Energie. Ich gebe es ungern zu, Veronica, aber du hast recht. Also los, machen wir das, was wir am besten können. Jagen. Und wie ging es jetzt weiter? Nun, das werde ich euch beim nächsten Mal erzählen. Doch keine Sorge, wir werden uns schneller wiedersehen, als ihr euch vorstellen könnt. Also dann, gute Nacht. I'm gonna rise when the daylight's low. All dressed to kill and all systems go. You'll be starring on my late night show. Sure you can run, but you'll be too slow. I need to tell you that I told you so. Well, that's a lie, but I know you know. After stroke of midnight, it's the hunting season. I go on instinct and I need no reason. I'm driving crazy, but the scent of prey. But I won't let you get away. I'm a serpent in heat, and I'm hungry for meat. I constrict and bite. Non-stop night. When the carnivore is sinking fangs in your flesh, say bye-bye light. Non-stop night. Oh. Non-stop night. Oh. I have to quit because the sun comes up. That's the good news for you, no, guess what? I bought a door so never window shut. I smash the clocks and the time will freeze. Break out the nitro, keep you on your knees. I will have fun for eternity. After stroke of midnight, it's a hunting season. I go on instinct and I need no reason.
I'm driving crazy about this Gandalf prey. But I won't let you get away. I'm a serpent in heat and I'm hungry for meat. I constrict and bite. Monster plant! When the carnivores again fix in your flesh, say bye bye light. Monster plant! Whoa, whoa. Monster plant! Whoa! I'm a serpent in heat and I'm hungry for meat. I constrict and bite. Monster plant! When the carnivores again flex in your flesh, say bye bye light. Monster plant! I'm a serpent in heat and I'm hungry for meat. I constrict and bite. Monster plant! When the carnivores again flex in your flesh, say bye bye light. Monster plant! Whoa! Monster plant! Whoa, whoa. Monster plant! Hey Leute! Ihr bleibt wohl auch immer bis zum Schluss, was? Nun, dann sollt ihr jetzt auch noch belohnt werden. Den aufmerksamen Fans unter euch wird aufgefallen sein, dass Billy die Überreste seiner Schwester beerdigen konnte, obwohl diese von den Monstern gefressen wurden. Wie konnte das gehen? Nun, durch die Wiederbelebung der Schädelwaldmonster kam der gesamte Mageninhalt aus ihnen heraus. Dadurch konnte Billy Lissy beerdigen. So, das war es aber dann für heute. Bis bald.